Die Fahrt zur Hochschule ist der Moment, wo ich meine Projekte auf der Arbeit hinter mir lasse und mich gedanklich auf die Vorlesung vorbereite. Das Gute am Studium in Bingen ist, dass die komplette Bandbreite der Prozesstechnik gelehrt wird. Von der klassischen Verfahrenstechnik bis hin zur pharmazeutischen Technik. Eine absolute Stärke der TH ist der Blick über den Tellerrand. Und um diesen Blick zu schärfen, unternehmen wir Exkursionen und schauen uns unterschiedliche Produktionsstätten an. Vielleicht hat man nie wieder einen so offenen Blick in fremde Unternehmen. Im Studienalltag merkt man, wie der Studiengang fortwährend an die Bedürfnisse der Branche angepasst wird. Digitalisierung und die Aspekte der Industrie 4.0. Ein sehr spannendes Feld der Prozesstechnik. Ich bin ausgebildete PTA und habe eine Weiterbildung zur Biotechnikerin gemacht. Jetzt studiere ich Prozesstechnik an der TH in Bingen. Wir lernen intensiv in kleinen Gruppen. Meine Kommilitonen kommen aus allen Bereichen der Prozesstechnik. Unsere Erfahrungen fließen auch in den Unterricht ein und das wird geschätzt. Die Lehre an sich ist sehr vielfältig. Das Wissen wird dann über Übungen, Projektspiele und durch klassische Vorlesungen vermittelt. Immer geführt von Spezialisten der Branche. Ja, studieren und arbeiten parallel, das kann sehr anstrengend sein. Es gibt Momente, da sind Disziplin und Durchhaltevermögen gefragt. Mir helfen da die Erfahrungen aus dem Sport. Ein kompakter Campus, kurze Wege und offene Türen, das gehört zum Profil der TH Bingen. Der Austausch mit meinen Kommilitonen ist mir besonders wichtig. Nur so entstehen Freundschaften und ein breites Netzwerk. Das passiert nicht, wenn man sich nur zwei- oder dreimal im Studium sieht. Und deshalb habe ich mich auch gegen ein Fernstudium entschieden. Mein Name ist Ana Perez Alvarez und ich studiere Prozesstechnik an der TH Bingen.